Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um das meistverkaufte Fahrzeug der Wolfsburger Autobauer und das ist nicht der Golf, sondern der VW Tiguan. Und der steht jetzt in der dritten Produktgeneration mit mir hier vor der Kamera als 1.5e TSI Elegance. Was das alles mit sich bringt, was die Änderungen des Fahrzeugs sind und wie er sich natürlich fährt, das werden wir heute klären. Wenn ihr dran bleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, das Ganze liked und mir vor allem eure Meinung zum neuen VW Tiguan unten in die Kommentarbox schreibt. Und dann legen wir los mit mir, dem Ubi und dem kompakten SUV aus Wolfsburg. Bevor wir mit dem Design des VW Tiguan starten, ein kurzer Disclaimer für euch. Heute wurde ich eingekleidet von JP 1880, einem Modelabel für Personen, Männer in großen Größen. Passt natürlich zu mir unheimlich, denn ich bin nicht der Schlankeste. Dennoch habe ich was Schickes gefunden im Online-Konfigurator bei JP 1880. Die gehören übrigens zur Popkin-Gruppe, die kennt man auch. Schaut einfach mal auf JP 1880, da findet ihr echt interessante und modische Kleidung in großen Größen. Und wenn ihr einen kleinen Rabattcode haben wollt, dann findet ihr einen unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir zum VW Tiguan zurück. Und da muss man sagen, Volkswagen hat wirklich viel Hirnschmalz in die Entwicklung gesteckt. Denn das Fahrzeug ist sich komplett treu geblieben. An der Front erkennen wir schon die Ausstattungslinie. Es gibt insgesamt vier Ausstattungslinien, beginnend mit der einfachsten, die heißt schlicht und ergreifend Tiguan. Dann kommt Life, Elegance und Airline. Wir fahren jetzt hier die Elegance-Variante. Die ist erkennbar hier an dem Kühlereinsatz oder beziehungsweise an dem Frontmaskeneinsatz hier mit den Chromelementen in der Front. Sehr schön finde ich persönlich auch dieses Cipressino Grün Metallic, was wir jetzt hier haben auf dem Testwagen. Zudem sehen wir auch eine erste Revolution hier, und zwar das sind die neuen Voll-LED-Scheinwerfer in der Ausführung IQ Light HD Matrix. Jetzt klingt es völlig abgespaced, ist es auch. Denn jeder Scheinwerfer hat 19.200 Pixel und das bedeutet natürlich in der Nacht eine hervorragende Ausleuchtung. Im Prinzip fahrt ihr zu 95% mit Fernlicht, weil der Gegenverkehr perfekt ausgespart wird und auch blendfrei das Ganze ist. Hier haben wir das Fahrzeug in der Elegance-Variante. Der kommt dann auch mit 18 Zoll Rädern. Wir haben jetzt hier 19 Zoll Leichtmetallräder drauf. Auch hier aerodynamisch überarbeitet. Grundsätzlich ist das Thema Aerodynamik natürlich ein sehr großes, denn man möchte natürlich den Verbrauch deutlich reduzieren. Dadurch hat man eben auch hier die Karosserie deutlich aerodynamisch angepasst. Am Heck sehen wir dann auch die neuen LED-Rücklichter, ein durchgängiges Leuchtband, das lediglich hier vom Markenlogo geteilt wird. Auch hier natürlich ein verlängerter Dachkantenspoiler, eben zur Verbesserung, wie gesagt, der Aerodynamik. Wir haben den Tiguan-Schriftzug hier drauf und hier prangt der Schriftzug ETSI. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Schauen wir aber dem Tiguan erst einmal hinter die hier elektrisch öffnende Heckklappe. Hier haben wir dann einen wirklich großzügig bemessenen Kofferraum, 652 Liter maximales Stauraumvolumen stehen uns hier zur Verfügung. Wir haben auch, interessant, eine Laderaumbreite zwischen den Rathäusern von exakt einem Meter. Die Laderaumtiefe hier im Minimum sind 97 cm und 1,73 Meter ist die maximale Ladelänge bis Reihe 1. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 60-40 umlegen
und es entsteht eine fast ebene Laderaumfläche. Wir haben hier im Innenraum natürlich auch und im Kofferraum noch praktische Details wie Taschenhaken oder aber sogar optional eine 230 Volt Steckdose sowie diverse Ablagemöglichkeiten und einen doppelten Laderaumboden. Hier sehen wir natürlich jetzt auch nicht nur ein Art Smiley-Gesicht persönlich, sondern aber auch eben etwas mehr Platz. Warum? Ganz einfach, wir haben auch einen Plug-in-Hybriden. Da sitzt dann die Antriebsbatterie nämlich hier hinten drunter. Das verschwindet dann, somit ist dann auch der Laderaum reduziert, eben auf 490 Liter. Wir schließen aber jetzt die Heckklappe und laden mich nach hinten ein in Reihe 2 und ihr kommt einfach mit. Der Name Tiguan wird zusammengesetzt aus Tiger und Leguan. Und das ist eine nette Designspielerei, wie ich persönlich finde, so ein Easter Egg. Da stehen ja meine Kinder unheimlich drauf. Aber kommen wir mal zu den Platzverhältnissen. Und da sieht man, das ist schon durchaus ausreichend großzügig bemessen. Wir haben genügend Kniefreiheit und vor allem viel Kopffreiheit. Wir haben jetzt hier auch nicht das optional erhältliche Panorama-Glasdach verbaut. Ablagemöglichkeiten gibt es auch genügend. Wir haben jetzt hier zwei Taschen. Da passt eben hier ein Smartphone wunderbar rein oder eine große Tasche für das Tablet oder die Tageszeitung. In der Mittelkonsole haben wir dann eben hier Luftaustritte für die 3-Zonen-Klimaautomatik, die ab der Ausstattungslinie Live-Serie ist. Sitzheizung für die Außenpositionen gibt es optional und stets zwei USB-C-Anschlüsse, um hier eben die Geräte mit Strom zu versorgen. Kinder reisen gerne ebenfalls mit im Auto. Die müssen gesichert werden und das geschieht am besten mit den ISOFIX-Haken. Derer haben wir zwei hier im Fond und einen auf dem Beifahrersitz. Die ISOFIX-Haken sind gut zugänglich. Hier liegen offen die Kanäle, also auch da gibt es kein großes Gefummel. Sehr praktikabel ist der Tiguan auch in der zweiten Reihe, denn wir haben eine in der Länge verschiebbare Rücksitzbank. Und eine Verstellmöglichkeit der Rücksitzlehne. Die kann man entweder besonders steil aufstellen, dass hier keiner sitzen möchte, für mehr Gepäckraum. Oder dann eben individuell anpassbar auf das jeweilige Komfortempfinden der Fondpassagiere. Schauen wir noch mal ganz kurz Richtung Türverkleidung. Da sehen wir zwar harte Kunststoffe, allerdings alles sauber eingepasst. Und auch der Türgriff ist hier zwar in hartem Kunststoff, allerdings sauber eingepasst. Und hier gibt es auch keine Kante mit unentgrateten Kunststoffen. Also das ist auch deutlich besser gemacht als noch beim Vorgänger. Jetzt würde ich allerdings sagen, gehen wir in Reihe 1. Es gibt auch eine hervorragende Sitzmassage in den optional erhältlichen Ergo-Aktivsitzen. Die ist richtig gut geworden, der knetet auch ordentlich durch. Zudem sind diese Ergo-Aktivsitze auch wirklich richtig bequem. Also sind nicht nur einfach so nach der Aktion Gesunder Rücken zertifiziert, das heißt also orthopädisch ausgeformte Sitze, sondern sie bieten genügend Seitenhalt, haben eine ausziehbare Schenkelauflage in unserem Fall und wir haben jetzt hier die aufpreispflichtige Lederausstattung und die hat dann eben auch zur Verbindung, dass es eben die Möglichkeit gibt, die Sitze zu beheizen und zu belüften sowie eben massieren zu lassen, sich als Fahrer und Beifahrer. Die Sitzposition ist angenehm hoch hier. Der Sitz ist in dem Fall hier elektrisch einstellbar. Manuell ist er einstellbar in der Serie. Stets manuell verstellbar ist das Lenkrad und das ist ausreichend weit in Höhe und Tiefe verstellbar. Der Instrumententräger ist auch komplett neu gestaltet. Er ist angenehm hoch positioniert. Was auffällt, er ist gefühlt in die Breite gezogen durch dieses schwarze Panel, was sich hier von einer Seite bis zur anderen durchzieht. Wir haben jetzt auch hier so eine doppelte Lüftungsauslass. Das sieht auch ganz attraktiv aus, sowie eben hier die durchleuchteten Interieurleisten mit dem Tiguan-Schriftzug. Die Hinterleuchtung ist der ambiente Beleuchtung angepasst. Das heißt, wenn man eben hier die Möglichkeit hat, das sogar zum Beat der Musik entsprechend variieren zu lassen, all das ist jetzt möglich. In der Mittelkonsole sitzt dann übrigens auch das Display, zu dem wir gleich kommen. Doch erst einmal fixieren wir uns mal auf die Fahrerposition. Und hier sehen wir ein sehr, sehr erfreuliches Bild.
denn die touchsensiblen Flächen am Lenkrad sind rausgeflogen und wir haben wieder die klassischen haptischen Tasten am Lenkrad. Auf der linken Seite hier die Bedienung für den Travel Assist, also für die Fahrassistenz, und auf der rechten Seite haben wir dann für Sportcomputer bzw. für das voll digitale Kombi-Instrument. Bevor wir das anschauen, sehen wir noch zwei komplett neue Lenkstockhebel. Der linke ist ein Kombihebel für Wischer und Blinker und auf der rechten Seite ist jetzt der Wählschalter für das 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, denn alle Volkswagen Tiguan sind serienmäßig mit einem Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Deswegen konnte dann von der Mittelkonsole aus der Schalter eben hier hinter das Lenkrad wandern. Dafür blieb dann in der Mittelkonsole mehr Platz jetzt für diverse Ablagemöglichkeiten, die wir haben. Wir können jetzt sogar zwei Smartphones nebeneinander hier in der unterbringen und auch laden. Die Ladeschale ist auch gekühlt. Zwei USB-C-Anschlüsse stehen zusätzlich bereit. Und was ich sehr gut finde, ist, dass man mit der Klappe die Handys auch blickdicht im Prinzip abdecken kann, sodass man sich während der Fahrt nicht ablenken lässt. Neu hier in der Mittelkonsole ist dieses kleine Drehrädchen, was eigentlich ausschaut wie eine Bedienung für das Multimedia-System. Indirekt ist es das auch, wie wir sehen, es ist die Möglichkeit, die Lautstärke hier entsprechend zu regulieren für das Audiosystem. Oder wenn wir eben drücken, dann haben wir auch die Möglichkeit, hier die Fahrmodi durchzuschalten. Eine weitere Möglichkeit, die man sich dann noch drauflegen kann, ist die Einstellung der Ambiente-Beleuchtung. Der Startknopf, der liegt hier links, der Parkbremsenschalter liegt rechts. Dann haben wir noch zwei Becherhalter und eben eine Armauflage, die in der Länge verschiebbar ist. Und darunter gibt es auch noch ein großes Ablagefach. Kommen wir zur digitalen Welt im Tiguan. Da sehen wir eben stets ein voll digitales Kombi-Instrument, welches wir uns mit der View-Taste, wie wir es kennen, individuell anpassen können und mit vorgefertigten Grafiken eben einstellen können. Der Blick zusätzlich gibt es auch noch ein Head-Up-Display, allerdings ohne Augmented Reality-Inhalte, wie etwa bei den ID-Modellen. Dennoch ein wirklich gut aufgelöstes, großes Head-Up-Display, wo eben jetzt alle Informationen in die Windschutzscheibe projiziert werden und nicht auf eine Plexiglasscheibe wie vorher noch. In der Mittelkonsole sitzt stets ein 12 Zoll großes Display und optional gibt es im Discover Pro Navigationssystem jetzt hier 15 Zoll. Das ist in meinen Augen echt ein Riesenschirm und wir haben eine neue Bedienlogik. In der Mitte immer noch die großen Kacheln, die man eben individuell anpassen kann. Neu hier oben eine Favoritenleiste, 5 Favoriten, ein Schnellcuts oder Shortcuts quasi, könnt ihr euch hier von den Apps dort oben ablegen und könnt dann stets direkt drauf zugreifen. Zudem haben wir hier unten immer feststehend, auch wenn Apple CarPlay und Android Auto genutzt werden, die Klimabedienung. Die ist hier immer gleich. Hier die Möglichkeit eben auch Massageposition oder aber eben hier Sitzheizung und Sitzlüftung zu steuern. Wenn ihr zurück wollt, gibt es auch hier immer einen Home-Button. Neu auch die Touchbar, die hier weiterhin vorhanden ist. Die ist nun beleuchtet. Also auch hier haben die Entwickler eben den Schritt sozusagen zurückgegangen und haben auf die Kunden gehört. Wir starten noch einmal außen am Fahrzeug, nämlich wir gehen die Motoren durch, die der neue Tiguan mitliefert. Hier stehen wir vor einem quasi identischen Fahrzeug. Identisch ist er aber nicht, denn unter der Haube schlummert ein 1,5 Liter TSI wie bei uns. Allerdings hat der die Möglichkeit, dass er unterstützt wird von einem Elektromotor. Und hier sehen wir auch schon den Ladeanschluss und hier sehen wir die nächste Besonderheit. Der AC-Anschluss, der kann jetzt 11 kW anstatt 3,6 kW und wir haben hier noch den Plömpel für CCS-Laden. Ja, in der richtig gehört und gesehen, der neue Tiguan E-Hybrid kann mit bis zu 50 kW geladen werden. Im Kofferraum oder hinter dem Kofferraum sitzt die nun 19,3 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie. Das reicht für eine elektrische Reichweite von über 110 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus. Unter der Motorhaube die Leistungsdaten zwischen 204 PS
als E-Hybrid oder 272 PS. Übrigens, die E-Hybrids haben auch eine Anhängelast und die liegt bei 1,8 bzw. 2 Tonnen je nach Leistungsausbaustufe. Das ist aber noch nicht alles. Hier steht ein Tiguan in Rot in der R-Line und hier unter der Haube steckt der 2 Liter TDI. Den gibt es jetzt auch noch in zwei Leistungsstufen, 150 und 193 PS. Der Biturbo-Diesel ist aufgrund der Abgas-Nachbehandlungsthematik aus dem Programm geflogen. Dennoch haben wir hier genügend Power und auch entsprechend die höchste Zuglast mit dem 193 PS TDI von bis zu 2,3 Tonnen. Und dann kommen wir wieder zu unserem Testfahrzeug für heute, dem E-TSI. Hier unter der Motorhaube der 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der an ein Mildhybrid-System gekoppelt ist, also ein 48 Volt Riemenstarter-Generator, der hier für ein bisschen Energie im Anfahren sorgt. Zudem kann der Wagen dann segeln mit abgeschaltetem Antrieb. Das soll natürlich helfen, den Kraftstoffverbrauch runterzubekommen. 6,2 Liter ist der angegebene Normverbrauch für unseren 150 PS E-TSI. Es gibt aber noch eine Einstiegsvariante mit 130 PS. Und wem das nicht reicht, der kann bei den Benzinern auch zu den 2 Liter Aggregaten greifen. Die haben dann eine Leistung von bis zu 265 PS. Und damit geht es dann sogar in 5,9 Sekunden maximal auf Tempo 100. Wir werden heute nicht die V-Max richtig ausfahren mit unserem 1.5 TSI. Die wird auch nur bei knapp 210 km/h liegen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 liegt übrigens bei 9,1 Sekunden bei einem Leergewicht von knapp über 1,6 Tonnen. Jetzt würde ich sagen, wir schließen alle Hauben und starten mit unserem 1.5 E-TSI zur Testfahrt. Wir sind mit dem Tiguan E-TSI hier auf eher bergigen Straßen unterwegs und man muss sagen, da bewährt sich der 1,5 Liter E-TSI richtig gut. Er ist ausreichend kräftig und was auffällt und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass er sehr oft eben, sobald man vom Gas geht, dann in den Segelmodus übergeht. Das heißt, der Antrieb wird komplett abgeschaltet und auch entkoppelt vom Getriebe. Somit rollt das Fahrzeug dann eben mit ausgeschaltetem Motor quasi. Das Wiederreaktivieren des Motors, das erfolgt quasi unbemerkt. Ansonsten ist der TSI auch eher zurückhaltend in seiner akustischen Rückmeldung. Erst wenn man dann eben stärker das Gaspedal durchdrückt, dann wird er ein bisschen knurrig, kernig, dreht aber willig aus bis an den Bereich von über 6000 Umdrehungen und gibt auch genügend Kraft ab. 250 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment, das hier zur Verfügung steht. Turbo-typisch bereits untenrum und eben so einen leichten E-Boost gibt es durch dieses 48 Volt Mildhybrid-System ebenso. Ein weiterer Punkt, der hier natürlich beim Tiguan zum Tragen kommt, das ist unser neues DCC Pro Fahrwerk. Wir haben ein Zweiventil-Dämpfersystem hier drinnen. Dadurch kann dann die Zug- und die Druckstufe des Dämpfers individuell eingestellt werden. Und der Fahrdynamikmanager hat sogar die Möglichkeit, das Rad selektiv zu tun. Das bedeutet, dass das Fahrzeug eben deutlich ruhiger ist im Federdämpferverhalten. Somit entsteht auch nicht nur zum einen eine große Spreizung zwischen sportlich dynamischem Fahren mit viel Rückmeldung, sondern auch einem entspannten, komfortablen Fahren ohne Nachschwingen der Hinterachse, wie man das bei dem normalen DCC bis dato kannte. Bei den Fahrassistenzsystemen, da wurde auch noch etwas nachgelegt und hier hat man dem Tiguan
seit den Travel Assist etwas erweitert. Das heißt, die Sensorik kann jetzt etwas weiter vorausschauend blicken, kann auch deutlicher erkennen, was sich vor einem bewegt. Das ist ein Zweirad, ein Auto, ein LKW. Deswegen kann das System dann auch besser agieren. Das Fahrzeug wird zuverlässiger und mittiger in der Spur gehalten. Allerdings gibt es immer noch nicht, wie aus dem ID.7 Tourer, den Connected Travel Assist, der dann eben auf die Schwarmdaten noch zusätzlich zurückgreift und bestimmte Strecken lernt, um sie dann auch teilautonom zurückzulegen, auch wenn keine Spurmarkierungen da sind. Also der Tiguan braucht hier weiterhin noch eine Spurmarkierung oder eben den Vordermann, um sich dann hier in der Fahrspur korrekt orientieren zu können. Orientieren muss ich mich jetzt noch ein bisschen hier rund um Nizza in der richtigen Routenführung und wir sehen uns gleich zum Fazit wieder. Das war die erste Fahrt mit dem VW Tiguan der dritten Generation. Ich muss sagen, ein echt tolles Auto. Also technisch hat sich da richtig was getan. Der Wagen fährt sich unheimlich gut durch dieses neue Fahrwerk DCC Pro. Also man merkt, wie die Karosserie deutlich beruhigt wurde. Gerade im Komfortmodus fängt das Auto nicht an nachzuschwingen und sorgt dafür deutlich mehr Ruhe und sicherlich auch für weniger Übelkeit beim Fahren für zum Beispiel Kinder im Fond. 36.600 Euro ist der Einstiegspreis für den Tiguan E-TSI mit 130 PS. Wir sind den E-TSI mit 150 PS gefahren und ich muss sagen, der Motor passt hier schon echt gut rein. Die 150 PS sind ausreichend kräftig. Ja, wer natürlich auf der Autobahn oftmals über 160, 180 fahren will, der wird mit dem E-TSI sicherlich nicht glücklich. Für den gibt es aber die Möglichkeit, eben hier zu den 2-Liter TSI zu greifen. Vielfahrer werden weiterhin wohl beim Diesel bleiben. Und ich schätze mal, Geschäftswagenfahrer, die greifen jetzt zum neuen Plug-in-Hybriden, der eben über 100 Kilometer elektrische Reichweite ermöglicht und mit dem Schnellladen dann auch sicherlich gerade mal öfter geladen wird, als es vorher noch war mit dem Typ 2 Kabel und den 3,6 kW Lader an Bord. Platzverhältnisse sind auch ungefähr identisch geblieben, außen zumindest, innen ist ein bisschen großzügiger geworden. Auch das sorgt dann dafür, dass der Tiguan eben jetzt noch mal ein bisschen erwachsener und vor allem auch solider und hochwertiger wirkt. Schreibt mir aber jetzt mal eure Meinung zum neuen VW Tiguan unten in die Kommentarbox, vor allem was ihr zum Design sagt. Und ansonsten sämtliche Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche gerne ebenfalls dort platzieren. Wenn nicht schon geschehen, würde ich mich über ein Abo des Kanals freuen und ein Like für das Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nämlich auch demnächst wieder hier bei UBI Tested zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, bedanke mich auch beim Daniel hinter der Kamera, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer UBI.